Ja, mein Name ist Britta Remmel und ich möchte dir hier in diesem ersten Video eine Reihe von Videos vorstellen, mit denen du in der Lage sein wirst, ganz persönliche Antworten auf deine ganz persönlichen Lebensfragen zu finden. Du kannst mit Hilfe dieses Tools deine persönlichen Probleme lösen oder auch bestimmte Themen beleuchten. Wie das genau geht, das zeige ich dir gleich. In diesem ersten Video möchte ich dir jedoch zeigen, was ist das denn überhaupt, das assoziative Bildercoaching? Was kann das denn eigentlich? Das assoziative Bildercoaching, das habe ich selbst entwickelt. Das heißt, ich habe selbst hier die Karten dazu gezeichnet und die Karten sind recht undogmatisch gehalten. Da geht es um ganz einfache Lebenssituationen, es geht aber auch um Traumbilder oder auch um Bilder, die dich mit der Vergangenheit in Kontakt bringen können. Also das sind Bilder aus allen Bereichen, allerdings recht undogmatisch gehalten und die haben keine festgelegte Bedeutung. Das heißt, deine Aufgabe wird es gleich sein, zu den Bildern frei zu assoziieren. Das heißt, du betrachtest gleich die Bilder und sprichst einmal alles aus, was dir bei der Betrachtung der Bilder in den Sinn kommt. Was nämlich dabei passiert, ist Folgendes. Du erhältst durch die Betrachtung des Bildes eine erweiterte Wahrnehmung. Normalerweise ist unsere Wahrnehmung nämlich relativ beschränkt. Die beschränkt sich auf die Erfahrungen, die wir bereits gemacht haben und die wir bewusst abgespeichert haben. Wenn du aber ein Bild betrachtest und dann bei der Betrachtung ganz achtsam in dich reinspürst, und das ist das Wichtige dabei, also ganz achtsam guckst, wie fühlt es sich im Inneren an, wenn ich auf dieses Bild schaue? Was empfinde ich im Inneren? Was kommen da für Fantasien, für Bilder hoch? Dann stößt du sozusagen mit diesem Bild eine Tür auf zu einem erhöhten Bewusstseinsfeld. Manche nennen es auch das Lesen in höheren Bewusstseinsfeldern oder auch das Lesen im Unbewussten. Und darum geht es hier beim assoziativen Bildercoaching. Du hast also eine Möglichkeit, hier mit unbewussten Anteilen deiner selbst in Kontakt zu kommen. Du betrachtest ein Bild, gehst in diese Energieform rein und irgendwann hast du so diese Energieform. Und dann stellst du dir Fragen und gehst immer tiefer und tiefer und tiefer, bis du irgendwann selbst die Antwort plötzlich spürst. Und dann hast du so für dich eigentlich das Ziel erreicht oder bist du selbst die Lösung im Innern empfindest. Und das ist mir hier wichtig. Mein Tool hilft dir dabei, dich selbst zu ermächtigen, statt dich jetzt irgendwie fremd bestimmen zu lassen. Und das wird gerade jetzt hier in dieser Zeit immer wichtiger. Denn ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigst. Das Erdmagnetfeld, das nimmt immer weiter ab. Und das bedeutet, dass wir gerade diesen Zugang zu unseren eigenen Intuitionen, zu unseren eigenen Quellen, hier immer leichter erreichen und auch zu dem Potenzial, was unser Gehirn eigentlich, es ist ja zu viel mehr in der Lage. Und dieses Bildercoaching bringt dich da zum ersten Mal mit in Kontakt, dass du fühlst oder spürst, dass du zu mehr in der Lage bist, dass du intuitive Fähigkeiten hast, dass in dir selber manchmal Antworten stecken, auf die kommst du mit dem Verstand so gar nicht. Und deswegen möchte ich dich bitten, dich hier einfach mal auf dieses Tool einzulassen. Wenn dich das nochmal genauer interessiert, weil jetzt geht es ja hier darum, dass wir einfach gleich mal drei Karten ziehen. Du entscheidest dich für eine Karte, schreibst dir vorher eine Frage auf oder ein Thema, das du lösen möchtest. Und dann guckst du hier einfach mal im ersten Schritt, indem du assoziierst. Wie das genau geht, das erfährst du auch auf meiner Homepage nochmal. Da gibt es so ein kleines, halbstündiges, völlig kostenfreies Video zu. Und du bekommst auch, damit du loslegen kannst, Zugang hier zu diesen Karten in Papierformat. Die kannst du dir einfach ausdrucken auf etwas festeres Papier. Und hier, ich runde dann immer die Ecken ab und dann hast du das jetzt hier so in Papierformat schon mal vorliegen und kannst damit schon mal so ein bisschen rumexperimentieren. Und hier zeige ich dir gleich dann, wie du, ich stelle dir hier nochmal ein paar Reflexionsfragen, damit du tiefer gehen kannst und leite dich aber auch jetzt hier gleich nochmal so ein bisschen im freien Assoziieren an. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt los, dann kannst du dir das am besten vorstellen. Und dazu möchte ich dich bitten, jetzt dir zunächst einmal ein Thema auszusuchen, das du untersuchen möchtest.
Wenn du jetzt ein Thema hast, das du untersuchen möchtest oder eine Frage hast, auf die du eine Antwort möchtest, dann schreib das am besten jetzt direkt auf. Du kannst aber auch einfach fragen, wie geht es in der nächsten Woche in meinem Leben weiter? Also das ist auch eine Frage, also wie entwickelt sich mein Leben zukünftig? Im nächsten Schritt suchst du dir ganz spontan und intuitiv einen Stein aus, der dir jetzt hier besonders gut gefällt. Und da decken wir dann gleich deine Karte auf. Du kannst also dann auch ein bisschen vorspulen, wenn es nicht deine Karte ist. Kannst du aber auch anhören, vielleicht helfen dir die anderen Karten ja auch ein bisschen weiter. Such dir also jetzt deinen Stein aus. Wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, dann drück auf die Stopp-Taste. Ja, und dann gucken wir mal, was sich hier unter der ersten Karte verbirgt. Da habe ich jetzt hier die Nummer 55. Und jetzt geht es so, dass du die Karte zunächst einmal achtsam betrachtest. Du kannst dabei auf die Stopp-Taste drücken. Wichtig ist es jetzt, nach innen zu lauschen. Was fühlst du, wenn du die Karte betrachtest? Was kommen da an Bildern, Erinnerungen, Erfahrungen in dir hoch? Womit verbindest du die Karte? In dem Moment, wo du die Karte mit etwas in dir verbindest, gehst du sozusagen ins Bewusstseinsfeld und verbindest dich mit dem Bewusstseinsfeld bzw. mit dem Unbewussten. Und wenn du das hast, dann sprich einmal laut alles aus oder am besten noch Stift nehmen, Papier nehmen und ganz schnell alles aufschreiben, was jetzt gerade an Bildern, Fantasien und Gefühlen wahrgenommen wird. Vor allem aber Gefühle, die in dir auftauchen. Einfach aufschreiben, völlig unsortiert. Jenseits von Ethik, Moral, Verstand, am besten ganz schnell und im halbbewussten Strom. Wenn du dazu ein bisschen Zeit brauchst, drücke die Stopp-Taste. In 3, 2, 1 geht es weiter. Und dann schauen wir mal, was hier mein kleines Büchschen noch an Fragen dazu sagt. Ja, stell dir jetzt hier noch einmal weiterführende Reflexionsfragen. Bist du das Wasser, bist du das Eis oder bist du der Dampf? Und was bedeutet Einheit von Körper, Geist und Seele für dich? Welches Feuer sollte in deinem Leben entfacht werden? Und dann habe ich hier noch eine kleine Erfahrungsübung für dich. Führe das nächste Telefongespräch einmal mit Körper, Geist und Seele. Bevor du den Hörer abhebst, atme ein und aus. Hebe dann ganz achtsam ab. Schließe während des Gesprächs die Augen und achte gleichzeitig auf alle Empfindungen in deinem Körper. Das ist schon eine schöne Einstiegsübung zur Achtsamkeit. Hier habe ich noch eine Affirmation. Ich lebe, arbeite und liebe mit Körper, Geist und Seele. Und hier nochmal eine Assoziationskette, die du fortführen kannst. Feuer, Transformation. Und jetzt sag das nächste Wort, was dir ganz spontan einfällt. Gut, jetzt kommt nochmal meine Assoziation zu der Karte und dann kannst du das Ganze für dich zusammenbinden und gucken, wie das zu deiner Problematik passen könnte und wo du da die Antworten findest. Das heißt, hier findest du dann eine Bildnote für dich, indem du dem Bild so einen Titel gibst. Und dann guckst, was bringt das Bild in dir zum Klingen. Das ist sozusagen das Auslesen der Schwingung im Feld. Wenn ich da jetzt frei zu assoziiere, ja, dann fällt mir dazu ein, dass wir halt eben diese drei Aggregatzustände auch in uns kennen. Das heißt, der Körper ist sozusagen der auf den Punkt der Sichtbarkeit heruntertransformierte Geist. Unsere ganzen Gefühle sind wie das Wasser. Die fließen, die können wir nicht festhalten. Und die Wolke, das ist wie die Seele. Die schaut von oben überall drauf und die kann alles von oben beobachten. Wenn wir jetzt Energie zuführen und da richtig etwas zum Kochen bringen, dann lösen sich manchmal alte Blockaden auf und werden quasi wieder zu Dampf. Und deswegen brauche ich manchmal halt auch einen enormen Push an Energie. Wenn ich jetzt Feuer da reinmache, dann lösen sich die Moleküle ja sozusagen auf. Das heißt, die einzelnen Molekülketten bewegen sich immer schneller, die kommen sozusagen in Vibration und gehen dann hoch. Und die Karte erinnert mich daran, dass wir
alles immer verändern können, indem wir verschiedene Sichtweisen einnehmen. Das heißt, wir können immer unsere Schwingungsqualität nach oben verändern. Und wenn wir das tun, indem wir uns an frühere Erfahrungen erinnern, die uns gut getan haben, oder indem wir mal so eine Liste erstellen, wo wir alles das aufschreiben, was in der Lage ist, unsere Schwingungsfrequenz anzuheben, dann bekommen wir automatisch andere Sichtweisen auf unsere Probleme und auf unsere Situationen. Also versuch mal, dich wirklich so zu lösen und mit deiner Schwingungsfrequenz dich so hoch zu regulieren, mit Hilfe von Dingen, die dir gut tun, sodass du einen weiteren Überblick bekommst über deine Situation, über deine Frage oder auch einfach über die nächste Woche. Also geh da mal ganz bewusst in höhere Frequenzen hinein. Finde Wege, wie du deine Frequenz erhöhen kannst, wie du dir also selbst so ein bisschen Dampf machen kannst. Wenn du dich hier für die Karte entschieden hast, dann auch hier erst wieder die Karte betrachten, ganz achtsam. Dabei nach innen lauschen, mit dem Bewusstseinsfeld bzw. dem Unbewussten verbinden, die Tür dahin aufstoßen und einmal alles aussprechen oder besser aufschreiben, was jetzt gerade an Bildern, Fantasien und Gefühlen im Innern wahrgenommen wird. Wenn du dazu ein wenig Zeit brauchst, drücke auf die Stopp-Taste und finde eine Bildnote für dich. Was bringt das Bild in dir zum Klingen? Lies also die Schwingung aus dem Feld heraus. In 3, 2, 1 geht es weiter. Ja, jetzt folgt meine Assoziation zu der Karte. Guck einfach, was das mit dir macht, wie dich das inspiriert. Für mich hat die Karte die Botschaft auch an dich, dass es um das Thema Abgrenzung geht. Wie grenzt du dich ab? Manchmal sind Probleme deshalb problematisch, weil wir einfach zu tief drin hängen und weil wir gucken sollten, wie können wir wirklich auch jetzt hier unsere Individualität finden. Also du siehst jetzt hier so ein Männchen, das ist so ganz in Grau und steht hier auch auf grauem Grund, während die jetzt eher bunte Farben oder individuellere Farben haben und jetzt hier auf der helleren Seite stehen. Und die Karte ruft uns manchmal dazu aus, weil wenn ich jetzt assoziiere, habe ich so das Gefühl, du bist gerade eher hier. Und dann ist eben die Frage, wie du dahin kommen kannst, dass du also, dass du ein bisschen individueller wirst, dass du dich halt wirklich auch fragst, wo im Leben gilt es, ganz eigene Wege zu gehen, ganz eigene Meinungen zu vertreten. Wo ist es jetzt gerade für dich wichtig, wirklich auch den Mund aufzumachen und mal gegen den Strom zu schwimmen? Weil selbst wenn du das Gefühl hast, du schwimmst immer mit dem Strom, merken wir manchmal gar nicht, dass wir uns genau damit ausgrenzen und damit irgendwie langweilig werden, unattraktiv werden und irgendwie so Mitläufer geworden sind, dass wir nämlich eben gar nicht auffallen. Also stell dir da wirklich mal die Frage, wo kannst du dich auf der einen Seite ein bisschen abgrenzen und eben nicht mit dem Strom schwimmen und auf der anderen Seite ruhig auch mal so ein bisschen innerlich revolutionieren und ruhig auch mal ein bisschen die Meinung zu vertreten, auch wenn es vielleicht erstmal oder wenn du erstmal ein bisschen Angst hast, dass es unangebracht ist. Wir gucken aber auch noch mal, welche Fragen hier zu tiefer führen. Das ist die Karte 22. Ja, welche Person steht im Vordergrund oder im Hintergrund? Also bist du die Person eher im Vordergrund oder würdest du dich eher zu den Personen im Hintergrund zuzählen? Grenzt du dich ab oder wirst du ausgegrenzt? Woraus ist die graue Trennlinie? Aus welchen Gefühlen ist sie? Hier habe ich auch noch mal eine Erfahrungsübung für dich. Verlasse einmal ganz bewusst die sichere Komfortzone und sprich einen völlig fremden Menschen an. War die Erfahrung gut oder nicht gut? Also diese Erfahrungsübungen, die helfen dir einfach auch mal zu neuen Sichtweisen zu kommen und neue Dinge zu probieren.
Und das kannst du ja mal ausprobieren. Einfach mal einen völlig fremden Menschen in den nächsten Tagen ansprechen und den vielleicht mal irgendwie was fragen, was dir auf dem Herzen liegt. So nach dem Motto, weiß ich nicht, wie gefallen Ihnen eigentlich meine neuen Schuhe oder so etwas. Einfach mal spielerisch da dran gehen, mit anderen auf einer anderen Art und Weise, auf eine lockere Art und Weise in Kontakt zu kommen. Die Affirmation hierzu: Ich sage offen und ehrlich, was ich denke und fühle. Eine Assoziationskette wäre hier. Also du musst wieder das nächste Wort ganz spontan sagen. Ich gebe zwei Worte vor: Kommunikation, Stille und du ergänzt das letzte Wort. Okay. Alles das, was du jetzt an Informationen für dich bekommen hast aus dem höheren Bewusstseinsfeld, schreibst du jetzt einfach einmal für dich auf und sortierst es. Und wenn es jetzt hier, wenn die Karte eine Botschaft für dich hätte, eine Antwort auf deine Frage, was wäre das für eine Antwort? Kommen wir hier zu der letzten Karte, wenn du dich hierfür entschieden hast. Ah, dann hast du hier das Radio. Ich halte es auch noch einmal hier in die Kamera. Betrachte die Karte einmal. Jetzt auch hier wieder achtsam nach innen lauschen. Ganz still werden. Die Karte als Schlüssel nutzen, um im Bewusstseinsfeld zu lesen. Die Tür zum Unbewussten aufzustoßen, um dann alles auszusprechen und aufzuschreiben, was jetzt gerade an Bildern, Fantasien und Gefühlen wahrgenommen wird. Was bringt das Bild in dir zum Klingen? Finde für dich eine Bildnote. Das ist dann das Auslesen der Schwingung im Feld. Und wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, drücke auf die Stopp-Taste. In 3, 2, 1 geht es weiter mit dem Coaching. Ja, und dann assoziiere ich einmal frei dazu. Für mich ist hier bei der Karte immer ganz wichtig, bei einem Radio können wir ja nur die Informationen empfangen, auf dessen Sender wir eingestellt sind. Also ich kann ja nicht Mittelwelle einstellen und UKW empfangen oder umgekehrt. Und genauso kann ich nicht hier E einstellen, also den Ego-Sender einstellen und seelische Informationen empfangen oder die Seele einstellen und Ego-Informationen empfangen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karte betrachte und ich möchte gerne seelische Informationen empfangen, dann muss ich mich erst einmal frei machen von Ego-Themen. Das heißt, Ethik, Moral, Verstand, das lasse ich alles einmal außen vor. Und dann darf man zum Beispiel auch Sachen aussprechen oder sagen, die jetzt vielleicht ethisch nicht so okay sind oder die man moralisch nicht so sagen sollte. Schimpfworte oder sonst irgendwie etwas. Also es geht hierbei darum, wirklich einmal mit allem in Kontakt zu kommen, mit dem gesamten seelischen Potenzial. Und dazu ist es eben wichtig, mal diese Ego-Themen beiseite zu schieben. Was will deine Seele hier in dieser Situation? Was möchte deine Seele für dich erreichen? Welchen Seelenplan möchte sie verwirklichen? Und wenn wir die Frage nach dem Seelenplan stellen, dann geht es in der Regel nicht um Geld, Ruhm, Reichtum oder so etwas. Das ist diese andere Frequenz, das ist diese tiefere Frequenz, sondern da geht es wirklich viel mehr um die Fragen, was habe ich hier für Aufgaben, welche Potenziale soll ich hier entfalten und was möchte meine Seele jetzt gerade hier in dieser Situation neu dazulernen? Welchen Plan verfolgt sie hier gerade? Und das bekommst du besser raus, wenn du wirklich so mit diesen feinen Schwingungen in Kontakt gehst und da wirklich einmal lauschst und dir zuhörst. Stell dir wirklich vor, du hast so einen inneren Radiosender. Was für Botschaften würde der dir jetzt übermitteln, wenn er Seelenbotschaften übermitteln könnte? Also das ist meine Assoziation jetzt dazu. Ich schaue jetzt hier aber nochmal, welche Fragen da noch ein bisschen tiefer gehen können. Da haben wir hier angenommen, dass E bedeutet Ego und das S Seele. Welchen Sender hörst du dann jetzt gerade zu? Was wird wo gespielt? Gibt es ein Lieblingslied von dir? Und warum ist es ein Lieblingslied? Auch so etwas kann dir immer weiterhelfen. Sag mal spontan dein Lieblingslied und dann guck mal, was hat das für einen Text, wenn es jetzt eine deutsche Übersetzung hat? Wie ist diese deutsche Übersetzung? Und wie bringt das Lied, ja, oder was, wie könnte das Lied dir bei der Problemlösung helfen? Da kommst du auf andere Ideen.
Hier eine Erfahrungsübung. Höre einmal deinem Seelensender zu. Dazu ist es notwendig, ganz langsam und still zu werden. Die Frequenz der Seele ist langsamer und ruhiger. Sei einmal 5 Minuten lang still und höre deinen Gedanken zu. Beobachte sie. Das ist auch eine schöne Übung. Das wissen viele nicht. Die Sprache der Seele ist tatsächlich eine langsamere. Also es ist zwar eine höhere Schwingung, aber auch dein Leben, dein äußeres Leben ist damit entschleunigter. Dann haben wir hier noch eine Affirmation. Ich beobachte meine Gedanken, also bin ich mehr als meine Gedanken. Ich bin der Beobachter. Ne? Auch ganz wichtig. Das entzerrt das so ein bisschen. Das zeigt dir deine zwei Seiten. Die sind jetzt anscheinend für dich gerade wichtig. Also, dass du einmal der Beobachter bist, aber auf der anderen Seite auch eben derjenige, der das Problem hat oder derjenige, der die Fragen gestellt hat. Also entzerre das mal so ein bisschen und guck mal, was der Beobachter dazu sagen würde. Eine Assoziationskette, auch hier wieder spontan weiterführen. Das nächste Wort, was dir einfällt, wenn ich zwei Worte vorgebe, Gedankenkraft, Gedankenstille, Punkt, Punkt, Punkt. Also das ist wichtig, dass du das erste Wort aussprichst, was dir einfällt. Und selbst wenn es Butterbrot ist, schreib Butterbrot auf. Und dann guck jetzt im letzten Schritt für dich nochmal, was du jetzt hier über dich Neues gelernt hast. Reflektiere das Ganze einmal und stell dir dann ganz zum Schluss nochmal die Frage, wenn diese Karte für mich eine Botschaft hätte, wenn sie mein Problem lösen könnte, was würde sie mir an Lösungsmöglichkeiten anbieten? So, das war es jetzt erst einmal für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte dich neugierig machen und es geht jetzt bald weiter mit dem nächsten Tool. Ich werde jetzt also immer wieder in regelmäßigen Abständen für dich hier 3 Karten ziehen und dich dazu assoziieren lassen und selbst nochmal dazu assoziieren und dann kannst du gucken, wie dich das bei deinen Problemlösungen und bei deinen persönlichen Fragestellungen begleiten kann und wie es dir helfen kann. Das würde mich zumindest sehr freuen. Wenn dir das Video gefallen hat und du möchtest mehr solcher Videos haben, ganz wichtig, dann gib mir einen Daumen hoch und ich freue mich natürlich über ein Feedback, gerade weil das jetzt das erste Video aus dieser Reihe ist und gerne auch irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder wie auch immer. Wichtig ist ja, dass du damit was anfangen kannst und dann macht mir das ja auch Spaß, hier weiterzumachen. Also dann bis bald. Tschüss, eure Britta.